Genau, also das übergeordnete Ziel ist natürlich schon Vermittlung in Arbeit, also dass man guckt, wie kann man beraten, dass die jungen Menschen in Arbeit kommen. Ja. Aber alle Probleme drumherum werden ernst und wahrgenommen und mit den jungen Menschen bearbeitet. Ja, dann herzlich willkommen. Ich stehe jetzt heute hier mit Frau Hartung und ich habe mir gerade probiert zu merken, sie ist Bereichsleiterin für PACE, die Jugendwerkstatt und die anderen zwei Sachen habe ich vergessen. Deswegen, Frau Hartung, was verantworten Sie hier alles? Die ambulanten Hilfen mache ich noch hier als Bereichsleitung in Helmstedt und in Braunschweig noch für die ambulanten Hilfen und die frühen Hilfen. Okay, weil wir stehen nämlich auch hier in Helmstedt und zwar in einem Café. Was passiert hier genau? Im Jobaktivcafé der Einrichtung St. Nikolaus. Hier kommen junge Menschen bis 27 Jahre hin, können ein ganz niedrigschwelliges Angebot irgendwie wahrnehmen, können mit den Kolleginnen vor Ort sprechen zu allen Themen, die es irgendwie gibt. Bewerbungen, Suche Arbeit, Suche Praktikum, aber auch ganz normale Probleme, psychosoziale Probleme. Damit sind die hier herzlich willkommen und können dann über das Jobaktivcafé in die Maßnahme PACE reinkommen, wenn das Beratungsangebot so groß ist, dass sie sagen, jo, habe ich Bock drauf, möchte ich machen. Und dann können die hier oben in diesem wunderschönen Gebäude Beratungstermine wahrnehmen. Okay, das heißt, ihr habt wirklich im Blick, also junge Menschen bis 27, ja. Die sagen, sie haben jetzt in ihrem Leben irgendeine größere Herausforderung, wo sie Unterstützung brauchen, Gesprächsangebot brauchen oder eben ganz konkret Berufseinsteiger, die suchen oder Ausbildung und eben bisher noch nichts gefunden haben, vielleicht genau. Hilfe brauchen auch beim Bewerbungsschreiben, genau. Weil muss man sagen, ist ja auch nicht immer einfach, ein Formular ausfüllen. Ich kann mich selber daran erinnern, als ich mal irgendwie mit einem Freund das ausfüllen musste, ich hatte echt Angst, mit ihm das auszufüllen, weil ich kaum verstanden habe, was in diesem Formular eigentlich drin steht. Also all solche Dinge, die ihr hier wirklich anbietet. Genau, also das übergeordnete Ziel ist natürlich schon Vermittlung in Arbeit, also dass man guckt, wie kann man beraten, dass die jungen Menschen in Arbeit kommen. Ja. Aber alle Probleme drumherum werden ernst und wahrgenommen und mit den jungen Menschen bearbeitet. Wer finanziert das Ganze eigentlich? Die N-Bank, also es ist eine Mischfinanzierung aus der N-Bank, aus Mitteln des Landkreises, aus Eigenmitteln, also was St. Nikolaus und das Jobcenter und die Agentur für Arbeit ist in der Mischfinanzierung enthalten. Okay, okay. Und dann habt ihr aber auch, oder es kam ja eben, dass ihr in der Jugendwerkstatt oder auch für die Jugendwerkstatt verantwortlich sind. Ja. Was passiert da alles? Da haben wir drei Bereiche mittlerweile. Wir haben den Bereich Hauswirtschaft, den Bereich Maler und den Bereich Tischler bzw. Holz, wo wir drei Fachkräfte haben, drei Handwerker und eine Handwerkerin, eine Hauswirtschafterin haben, die mit den jungen Menschen gezielt daran arbeitet, was bedeutet es, irgendwie morgens pünktlich aufzustehen und hier anzukommen und dann in so eine Struktur zu geraten, die auf Ausbildung, Praktikum oder Ähnliches vorbereitet. Also es geht wirklich eigentlich um die Grundqualifizierung oder überhaupt erstmal eine Struktur überall reinzubringen und erstmal dann über ein Jahr ist das in der Regel, ne? Oder ist das, ist unterschiedlich, also je nachdem, wie die Teilnehmer hier an Land kommen. Manche sind auch relativ schnell wieder unterwegs, weil wir sie im Praktikum vermitteln können. Je nachdem, wie fit sind die, wie wollen sie auch, wie kommen sie an, wie groß ist die Problemlage in der Herkunftsfamilie. Also das wird alles irgendwie, natürlich muss das in Absprache mit dem Jobcenter immer wieder bewilligt werden, aber das Ziel ist so schnell wie möglich in Arbeit, aber so langsam und in ihrem Tempo, wie sie es brauchen. Ja, also Grundlagen schaffen und dann eigentlich unterstützen, weil es ja nicht darum geht, hier junge Menschen zu halten, sondern das hier als, ich sag mal, Sprungbrett zu nutzen in Praktikum, Ausbildung, sodass man dann also, eigentlich wirklich den Einstieg zu ermöglichen. Genau, und einen kleinen geschützten Rahmen mit einem Sozialarbeiter und einer Sozialarbeiterin an der Seite zu gucken, was brauchen diese jungen Menschen, um anzudocken und anzukommen. Wie viele sind das immer, die da ungefähr so dabei sind? Wir haben Plätze für 26 Teilnehmer. Okay. Im Moment sind wir auch voll belegt, wobei da auch Plätze für Schulpflichterfüller dabei sind. Also wir haben Schüler dabei, die nochmal gesondert irgendwie Unterricht erhalten durch die Sozialarbeiterin vor Ort. Die Plätze sind aufgeteilt in Maßnahmen vom Jobcenter, von der Arbeitsagentur, von der freien Förderung und so weiter. Ja. Genau. Was ist das, also einfach mal persönlich auch gefragt, was ist so das schönste Erlebnis, was man dann haben kann, wenn man hier
ist und arbeitet? Ich bin ja noch nicht so lange dabei, aber ich habe im Januar hier einen jungen Menschen kennengelernt, der im Jobaktivcafé irgendwie eine Maßnahme gemacht hat und der ist jetzt drüben in der Werkstatt, hatte große Sorge irgendwie dort anzukommen, ob er das alles so schafft und der kommt mir freudestrahlend entgegen und sagt, ich habe heute schon eine Bohle getragen und ich schaffe das und also so dieser Spaß der jungen Menschen dort auch anzukommen, das ist und natürlich letztlich sie zu vermitteln, klar. Ja. Aber sie zu erleben, dass auch eine Maßnahme des Jobcenters wirklich Spaß machen kann, das ist schon schön. Ich glaube, ja, einfach Perspektiven zu ermöglichen. Ja, ne? Also total. Für junge Menschen, die vorher vielleicht eben nicht wussten, wo geht es mit ihnen selber hin und wo man so sagen würde, ja, da ist vielleicht auch eine negative Erfahrung vorprogrammiert, das irgendwie aufbrechen zu können und zu sagen, nee, wir vermitteln euch wieder ein gutes Gefühl und Selbstvertrauen und dann habt ihr eben eine Chance, auch weiterzumachen. Genau, also so die Motivation und das Engagement sowohl bei den Mitarbeitenden als auch bei den Teilnehmern zu sehen ist fantastisch. Dann sage ich herzlichen Dank auf jeden Fall und danke, dass Sie da waren. Kann euch nur empfehlen, wenn ihr Fragen habt, meldet euch entweder hier, wenn ihr aus dem Landkreis kommt oder sagt Bescheid. Ansonsten erstmal bis nächste Woche wieder. Ciao.